Von Bernd Franke mit dem Namen Rubicone. Und ich werde Ihnen einige wenige Verständnishilfen dazu geben. Bernd Franke hat nicht nur dieses italienische Material eingezogen, sondern er hat auch einen Text eines italienischen Dichters eingezogen, der bereits 500 Jahre alt ist. Und dessen Inhalt trotzdem nicht nur wahr, sondern sehr aktuell ist. Der Dichter hat davon gesprochen, dass Menschen einander im Grunde lieben, aber dass die negativen Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, großenteils uns von anderen Menschen zugefügt werden. Sie sind viel häufiger als das, was wir durch Naturgewalten oder durch Tiere erfahren. Der Autor zieht zum Vergleich Löwen und Schlangen heran. Und sagt, Löwen werden nie einander fressen. Schlangen werden einander nicht mit ihrem Gift umbringen. Wir Menschen aber tun das. Er, der Dichter, drückt das sehr deutlich aus. Sie haben den Text in Ihrem Programmheft stehen, leider nur in einer englischen Übertragung und nicht in Deutsch. Deswegen sage ich dazu etwas. Bernd Franke bezieht sich dann wieder auf das italienische Material, den Text haben Sie ja auch abgedruckt. Das ist ein sehr schöner Text. Da ist die Rede von Lindenlüften, von positiven und schönen Empfindungen. Und dieses kommt auch in der Musik zum Tragen. Aber Bernd Franke stellt an den Schluss des Textes zwei Worte. Convenelo. Convenelo stammt aus dem früheren italienischen Text. Und heißt mit Gift. Das kommt dort vor, als gesagt wird, kein Schlange wird eine andere töten mit ihrem Gift. Convenelo. Und so eröffnet Franke den Raum von dem lyrischen Schluss hin zu dem, was uns alle bewegt. Hören Sie dieses Stück. Naturalmente, naturalmente,
Thank you.
See the glass.
Ist
Zu unserer
Der für uns könnte streiten.
des Freundes.